So, hier ist der Aufbau des Detektors von jenen im Messgerät, um die HF-Handystrahlen und sonstige Dinger zu erkennen. Aufgebaut ist der Teil, na, ups, aufgebaut ist der Teil hier mit einem LM3 überwacht. IC, da ist einmal Eingang, so Plus und Minus, der grüne. So, dann geht er über den Eingang, über diese 22 Nanofarad-Kondensator, dann über die Diode der BAT 62, geht dann weiter zur Antenne und 22 Mikrofarad. Als Antenne habe ich wieder eine Loop genommen. Und geht dann von der Diode, also von da hinein in den LM358. Jetzt sieht man hier die Leuchtdiode. Statt 4,7 Nanofarad für den Widerstand hier habe ich 1 Mega, 470 Mega Ohm, so sorry, habe ich 1 Mega Ohm genommen und dann hier die Diode verbunden in der Minusleitung. Sieht man auch Minus. Drieben ist Plus und wird alles von einer 9 Volt Batterie betrieben und das ist im Großen und Ganzen alles. Man kann natürlich jetzt die Diode rausnehmen und dann bei Plus und Minus quasi Messgerät einschleifen. Man kann natürlich noch einen Drehpulsi davor setzen, falls die Spannung zu stark ist. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Je nach analogen Multimeter. Man kann aber auch, wie ich schon gesagt, Multimeter benutzen und dort anschließen als Messgerät. Aber ist eine andere Sache. So. Das ist alles im Großen und Ganzen alles. Da sieht man nochmal die BAT 62, die kleine schwarze. So, und hier ist nochmal der Empfänger quasi, der Detektor, der gleiche, der auch hier ist quasi. Bloß in Gehäuse eingebaut. So, und da hinten ist der alte Detektor, der auch super funktioniert. Eine Loop. Und das ist alles im Großen und Ganzen alles. Jetzt kann man natürlich noch hingehen und das zweimal verstecken, das habe ich ja auch versucht. Aber dann leuchtet die Diode dauerhaft und das ist nicht der Sinn der Sache. Also muss ich mir noch was einfallen lassen, dass das funktioniert. Dann ist die Reichweite noch höher. So ist die Reichweite schon sehr, sehr enorm. Dazu ganz leicht nachzubauen. Eigentlich ein Kinderspiel. So, das dazu.